Nice. Eric steigt Stufe 13 auf und hat jetzt 8 Talentpunkte, die können wir bestimmt gut einsetzen. Und er hat fast die 100 Lebenspunkte erreicht. Serena benutzt mal eben, weil sie besser da drin ist. Ja, bei sich selbst reicht es, wenn Waldes das macht. So, Eric, 8 Punkte. Das ist nicht wenig. Geschick plus 10. Steigert die Chance, feindlichen Angriffen ausweichen zu können. Ein Angriff, der alle Feinde trifft und Schleim schweren Schaden zufügen kann. Ich bin ein bisschen traurig wegen den Boomerangs. Ne? Boomerangs. Das ist schon echt. Wir steigern mal unser Geschick. Geschick steigt um 10. Da wollte ich jetzt eigentlich mal gucken, was Geschick nochmal genau bewirkt. Bei Waldes wollten wir ja, glaube ich, soweit nichts mehr machen. Wir könnten die Angriffskraft mit den Schwertern verbessern. Das können wir auch mal machen. Sehr gut. Als nächstes könnten wir den Drachenhieb erlernen. Ein Angriff, der drachenschweren Schaden zufügt. Also offenbar werden wir dann noch gegen einige kämpfen. Genau. Und dann wollte ich mal eben gucken, was im Attribute hier. Unterwegs, Menüs. Grundlagen. Wo hatten wir das denn mit den Attributen? Das ist 1x1 der pfiffigen Schmiede. Ausrüstung, Gegenstände, geschickte Gruppenheilung, Talentpunkte, Beute, Mission. Ich finde das mit den Attributen nicht. Warum eigentlich nicht? Verschiedenes. Mini-Medaille. Es gibt in Erdria eine ganz besondere Person, bei der du deine Mini eintauschen kannst. Und der Tausch lohnt sich. Es gibt dabei nämlich ein paar ziemlich seltene Belohnungen zu ergattern. Geil. Okay. Dann lohnt sich das ja auf jeden Fall. Ich finde das mit den Attributen nicht. Doch, da. Geschick. Wahrscheinlich ist es, dass dein Charakter den Feind überrumpeln kann. Ah, sehr gut. Ja, das kann man schon gebrauchen. Diese Chimären sind gefährlich. Sie bringen aber auch einen Haufen Erfahrung. Also irgendwann werde ich wohl nicht dabei herumkommen, ein bisschen hier zu leveln. Kann ich aber auch sonst gerne auch offscreen machen, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Könnt ihr einfach mal Bescheid sagen. Dirsch. Das macht nicht gerade viel Schaden, aber wir müssten jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, 19 ist aber immer noch nicht rekordverdächtig. Sehr schön. Mit dem Spiegel abgeblockt. Ein Hammerkotz dürfte nicht besonders viel bringen. 75. Wir sind noch in ihn reingelaufen. Also eigentlich dürfte das... Ja, sehr gut. Den einen haben wir verfehlt. Flammenhieb auf den miesen Mündler. Der dürfte jetzt tot sein. Wir verlangsamen den Feind. Können wir das hier nicht? Ach ne, das war bei... Wir stärken Waldes. Fauch. Und down. 150. Ne, ein bisschen weniger. 131. Ich dachte gerade, waren das zwei Hammerkreuze, aber waren es ja gar nicht.
Kreuze. Da oben sehe ich eine Truhe. Ist die Frage, ob wir da so einfach rankommen. Das sieht gefährlich aus. Aber offenbar kommt man da einfach ganz normal hin. Noch eine Mini-Medaille. Ich bin gespannt, wann wir diese Person treffen. Ich fänd's nämlich, ich würde es auch sehr, es würde mich auf jeden Fall motivieren, wenn ich jetzt diese Person treffen würde und sehen würde, ja, für 20 Mini-Medaillen kriegt man ein mega fettes Schwert oder so, diese dann tatsächlich auch zu finden. Diese Mini-Medaillen, das würde mich noch ein bisschen mehr motivieren dazu. Was haben wir hier? Sand. Kleine Schuppe. Überrumpeln! Wow, 5 Gegner wieder. Und leider haben die Chimären einen relativ hohen Wert hier. Tapferkeit und Tücke, verbrannte Erde. Ich weiß nicht für wen, das müsste eigentlich für alle Gegner gelten, ne? Ja. So, Knirsch. Knister. Auf die Schädelreiter. Ein Schaden. Das ist ja lächerlich. So, Sick bitte auf die Chimären. Und du machst Vater Morgana auf die Schädelreiter. Der eine ist leider verfehlt, aber was soll's. Nice. Bevor sie noch eine Aktion starten konnten. Easy peasy. Tierknochen. Kreaturenkiller für das Besiegen von 300 Monstern. Nicht schlecht. Schon eine ordentliche Menge. Jetzt würde ich sagen, auf nach Gallopolis. Und ich bin echt gespannt, wie der Sultan von Gallopolis uns empfangen wird. Denn wenn es noch derselbe ist, der damals dem Konvent der Könige angehörte, im Intro, dann weiß er von uns. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich dem Befehl von König Karneol widersetzt. Denn Karneol gilt ja als der König der Welt schon fast. Metallschleime? Die sind bestimmt nicht sehr anfällig gegen gar nicht anfällig. Haben wir eine Koop-Kraft. Zirkel der Zerstörung. Beschwört ein magisches Siegel dabei, das die Chancen einer Gruppe kritische Zauber zu wirken enorm erhöht. Das ist auch cool. Machen wir mal Knirsch auf den Metallschleim. Bringt Magie was? Bin nicht davon betroffen? Schon den jetzt nicht. Okay, wir haben ein Problem. Und durchaus ein Problem. Fauch. Der flieht. Autsch. Veronica. Ah ne, gar nicht wahr. Was brauchen wir denn dann für den Metallschleim? Was kann diesen Metallschleim vernichten? Vielleicht Blitze? Nee. Vielleicht Feuer? Let's heat things up. Nee. Okay, der hat überhaupt nicht viel Leben, aber man kann irgendwie immer nur einen Schaden oder was anrichten. Was? 2075 Erfahrungspunkte? Okay, Waldes steigt eine Stufe auf. Oh, wir haben einen großen Sprung gemacht, was unsere Lebenspunkte angehen.
Oh yeah. Eric steigt eine Stufe auf. Natürlich steigt jeder jetzt eine Stufe auf. 2000 Erfahrungspunkte, warum? Wegen den Metallschleimen kann das ja nur sein. So viel bringen die? Jetzt haben wir 103 Lebenspunkte. Stärke 35, Flinkheit 57 und Geschick 71. Veronica hat einen neuen Zauber erlernt. Sehr schön. Bei ihr steigt natürlich die magische Macht groß an. 5. Und die MP. Ausdauer haben wir sehr, sehr wenig. Veronica erlernt einen neuen Zauber. Edge und Peng. Und Serena steigt natürlich auch eine Stufe auf. Ja, 70 Leben. Ansonsten magische Heilkraft sind über 71. Auch sie hat einen neuen Zauber gelernt. Beschleunigung. Wir gucken bei den Talentpunkten mal. Serena mit 7. Können wir hier nichts machen? Ein Sperrangriff, der Monstern aus der Bestienfamilie schweren Schaden zufügt. Also bei manchen, ich habe jetzt schon festgestellt, dass der Boomerang offenbar sich ganz gut auf Schleime einschießen kann, weil wir da eine Fähigkeit haben, die an Schleimen besonderen Schaden anrichtet. Und hier haben wir jetzt bei Speeren schon Bestien. Also es MP-Absorption mit Zauberstäben. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir später ja sowieso einen, der noch Speere bekommt. Magische Heilkraft mit Zauberstäben. Steigert die magische Heilkraft, wenn als Waffe ein Zauberstab verwendet wird. Das ist gut. Sehr schön. Bei Veronica können wir, glaube ich, gerade nicht viel machen. Oh doch, Dämonenlähmer. Ein Angriff, der Dämonen schweren Schaden zufügen kann und sie bisweilen auch noch lähmt. Oh. Gut. Falls Dämonen kommen. Okay, Metallschleime. Ist das jetzt ein besonderes seltenes Monster oder wie darf ich das verstehen? Metallschleim. Wahnsinn. Erfahrung. Ist echt heftig. Für viel Frustration sorgende kleine Klumpen, die sowohl, obwohl sie aus massivem Metall bestehen, so schnell Bammel bekommen, dass sie stets schon beim ersten Anzeichen von Gefahr gleich das Weite suchen. Und wir haben nur einen davon getötet. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten beide erledigt, dann hätten wir 4000 Erfahrungspunkte bekommen. Okay, das heißt, wenn man Erfahrung farmen will, dann sollte man das hier tun. Denn das ist ja schon recht gewaltig. Wir brauchen jetzt 3000 Erfahrungspunkte. Ich schätze mal aber, das war eine sehr günstige Fügung, dass wir die getroffen haben überhaupt. Gallopolis. Ein Zirkus. Oh, just look at all these people. How marvelous. Is there some kind of festival going on, I wonder? Sieht so aus. Gallopolis is the kingdom of the desert knight, isn't it? And of the racetrack where they love to compete. Oh, vielleicht können wir auf die Pferde setzen. I think we've arrived in town just in time for the horse racing festival. Was für ein Zufall. Well, you go play with ponies if you like. I'm off to look for the Yggdrasil branch. That's why we're here, in case you've forgotten. Sagt der Typ, der in eine Dampfsauna geht. Mr. Moody No Fun go off on his own if he wants. There's nothing to stop us having a little look around while we're here. Ich bin dafür. Ich bin auf jeden Fall dafür. Wir sind also in Gallopolis. Wir haben einen Zirkus, wir haben den Palast des Sultans, eine Rennbahn, Stallungen, Koppel, jede Menge. Willkommen in Gallopolis, der Heimat der prächtigsten Pferderennen von Erdria. Die Teilnahme bei den Rennen steht jedermann offen. Besucht einfach die Stallungen im westlichen Teil der Stadt, wenn ihr Lust darauf habt. Da bin ich gespannt drauf. Sonderangebot zum Dünen-Derby. Dünen-Derby.
Das sieht cool aus. Und das ist ein ganz anderer Stil, als wir es in Heliodor hatten. Ich find's schön. Also offenbar sind die Städte alle sehr unterschiedlich. Keine Ahnung, wie viele noch kommen. Monsterleder. Können wir auf jeden Fall gebrauchen zum Schmieden. Erstmal die Häuser ausrauben hier. Fässer. 17 Goldmünzen. Also scheint in Erdrea überall braucht zu sein, dass die Leute einfach ihr Zeug in Fässern verstecken. Ha, als ob. Das war ja so gut versteckt, nicht. Und schon wieder eine Mini-Medaille. Da dürften wir jetzt bald zweistellig sein. Da können wir nicht rein. Ihr seid zu Besuch hier, ja? Vielleicht habt ihr auf euren Reisen schon vom Wüstenwüter gehört? Nö. Das ist ein Segen, denn es ist besser, nichts von dieser garstigen Bestie zu wissen. Wenn ihr weiter in seliger Unwissenheit leben wollt, dann empfehle ich euch, die Trabantensande zu meiden. Also der Wüstenwüter ist in den Trabantensanden. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe einen Blick auf Rionaldo erhascht, den Mann, der in aller Munde ist. Er ist in der Tat sehr hochgewachsen und sehr attraktiv. Rionaldo? Er wäre ganz bestimmt mein Typ, wenn ich nur ein paar Jahre jünger wäre. Rionaldo? Das Ende der Reise, der gallopolitanische Zirkus. Unser bescheidener Zirkus war einst wie viele andere auch. Ein umherziehendes Spektakel, das von einem Land Erdrias ins nächste reiste. Doch als unsere Wandertruppe schließlich im großen Königreich Gallopos eintraf, waren die Bewohner so warmherzig und begeistert, dass der Sultan persönlich uns vorschlug, zu bleiben. Doch im Herzen waren wir Reisende. Wir gehörten auf die Straße. Mit Tränen in den Augen lehnten wir dieses äußerst großzügige Angebot ab und verließen die freundlichen Wüstenbewohner voller Bedauern. Bei unserem nächsten Besuch waren wir verblüfft über das, was wir sahen. Der Sultan hatte den Bau eines wunderschönen Zeltes angeordnet, in dem wir unsere Unterhaltungskunst darbieten konnten. Wir alle waren so bewegt von dieser grandiosen Geste, dass wir einhellig entschieden zu bleiben. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir da auch ein weiteres Gruppenmitglied kriegen. All die begeisterten Gesichter wegen des bevorstehenden Dünen-Derbys sind ein wunderbarer Anblick. Wir können uns wahrlich glücklich schätzen, in solchen Zeiten leben zu dürfen. Trotzdem mache ich mir Sorgen, denn um diese Jahreszeit ist der Wüstenwüter am aktivsten. Okay, mit anderen Worten, der wird also kommen, ja? Das ist hübsch hier. Eine kleine Kirche. Unsere Welt mag zwar jetzt voller Pferderennen und Zirkusse und fröhlicher Feiern sein, aber vor nicht allzu langer Zeit war Erdria ein gefährlicher, trostloser Ort, an dem es von Monstern wimmelte. Ich danke den höheren Mächten, dass diese finsteren Tage hinter uns liegen. Vielleicht kommen sie aber zurück. Alte Vettel. Und dann sollten wir lieber vorbereitet sein. Reisendenkapuze. Was kann die denn? Erhöht die Abwehr. Dieser Gegenstand ändert das Aussehen, wenn er getragen wird. Ach so, das ist ja das, was wir schon gesehen hatten. Treuer Anhänger des Glaubens. Wir wollen speichern. Reformation. Damit können wir einen Charakter halt komplett umskillen. Und später auch mal andere Sachen ausprobieren. Das finde ich nicht schlecht. Stimmt ja mit euch nicht hier. Natürlich wird Prinz Fares gewinnen. Hört mal her. Bitte, ihr glaubt doch auch, dass Prinz Fares das diesjährige Dune Derby gewinnen wird, oder? Yo. Natürlich, da könnt ihr drauf wetten. Er wird gewinnen und die anderen werden Wüstenstaub schlucken. Okay. Gibt zwar keine Ahnung, wer das ist, aber sure. Die bedrohlichen Bewohner der Trabantensande. In diesem Band beschreibe ich eine kleine Auswahl der zahllosen wilden Monster, die in den rauen, unerbittlichen Dünen der Trabantensande heimisch sind. Der Spitzwürm, eine nachtaktive Bestie, die tagsüber dankenswerterweise schläft. Solltet ihr das Pech haben, einer zu begegnen, achtet darauf, sie nicht zu wecken. Der Wüstenwüter. Dieser Arthropode hat schon unzählige tapfere gallopolitanische Ritter getötet. Man geht davon aus, dass er hauptsächlich das Zentrum der Trabantensande durchstreift. Der Sandmoloch. Er schwimmt durch Sand wie durch Wasser und lockt Beute mit einem kakteenartigen Duft an. Den wenigen, die eine Begegnung mit ihm überlebt haben, gilt er als wahrer Herr der Wüste.
Okay, das klingt wie ein wahrlich gefährlicher Ort. Aber bis dahin haben wir ja vielleicht nochmal die Gelegenheit, ein bisschen zu leveln. Und dann habe ich nicht mehr ganz so viel Angst. Jetzt weiß ich auch, warum das hier Galopolis heißt. Ja, wenn so viele Pferde hier und so, ihr wisst schon. Willkommen im Kramladen. Goldarmschiene. Oh, hier vorne. Und der Brunnen, da müssten wir auch rein können. Oasenwasser. Heißer Stein. Da ist was verschlossen. Ich hoffe, dass Eric oder irgendwer später in der Lage sein wird, das zu öffnen. Da ist auf jeden Fall ein Funkefleck. Weiherzinte. Okay. Vertreter der Flora von fragwürdigem Charakter. Also später muss es auf jeden Fall noch dazu kommen, dass wir irgendwie Tränke brauen können. Ansonsten verstehe ich die ganzen Pflanzen und so nicht. Ich könnte den ganzen Tag damit zubringen, durch die Reihen der Verkaufsstände zu schlendern. Hier gibt es Raritäten und Schnäppchen in Hülle und Fülle. Wie bitte? Ob mir schon mal ein besonderer Zweig untergekommen ist? Jetzt wo ihr es erwähnt, fällt mir ein, dass ich von einem wertvollen Zweig gehört habe, der sich im Besitz des Sultans befindet. Vielleicht solltet ihr ihn danach fragen. Er lebt in dem großen Palast am oberen Ende der Treppe in der Stadtmitte. Wo denn auch sonst? Er ist der Sultan. Ja, wenn ich ein Shopbesitzer von Waffen wäre, dann wäre meine erste Tat auch die, eine Kanone in den Verkaufsraum zu stellen, die genau auf mich gerichtet ist. Ich bin der offizielle Schwertlieferant der Ritter von Galopolis. Wollt ihr vielleicht eine Waffe anschauen? Oh. Rapier. Ein schlankes Schwert mit Chick, das in einer schrecklich scharfen Spitze endet. Gusseisenbierhänder. Kunzerang. Blumenstock. Feenstab. Ein Zauberstab, auf dessen Spitze ein Juwel sitzt, worin die Seelen von Waldgeistern und Wichten wohnen sollen. Der ist schon deutlich stärker. Kampfpeitsche. Eisenlanze. Also, man könnte Serena mit den Speeren angriffsstärker machen, auf jeden Fall. Kampfpeitsche könnte Veronica benutzen. Den Feenstab finde ich gar nicht schlecht. Ja, der Rapier weiß ich jetzt auch nicht. Finde ich jetzt Seltenheit E. Wir sind jetzt bei E angekommen, wow. Achtprozentige Chance, Feinde in der Naturfamilie mit einem Angriff zu betören, ist auch nicht schlecht. Den Feenstab finde ich nicht schlecht. Kaufen wir mal den Feenstab. Direkt damit ausrüsten, ja, danke. Und wir können auch was verkaufen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall das einfache Gewand. Goldring verkaufen wir nicht, dann wären wir blöd. Das einfache Gewand. Den Birkenholzboomerang. Den göttlichen Dolch brauchen wir auch nicht mehr. Dornenpeitsche hat sie. Machen wir auch erstmal weg. Veronica Stab ist nicht verkäuflich. Vielleicht kann man den später also upgraden oder so. Bronzelanze brauchen wir auch erstmal nicht. Was haben wir denn noch hier? Soldatenschwert. Haben wir auch nicht. Erics Dolch ist auch nicht verkäuflich.
Reisegewand haben wir dreimal, verkaufen wir alle. Lederharnisch, den Scheiß brauchen wir auch nicht. Genauso wenig wie kurze Hose. Schuppenschild. Haarbänder haben wir zwei, die verkaufen wir beide. So. Das reicht erstmal. Ein bisschen die Kasse wieder aufgebessert. So, what have we here? Ist von der anderen Seite verriegelt. Es gibt bestimmt irgendwie eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Ach du meine Güte, seht euch nur an, was für ein fescher Bursche ihr doch seid. Ich möchte euch gerne das unbezahlbare Geschenk des Ulala gewähren. Ja. Ernsthaft? Es ist so offensichtlich, was Ulala sein soll. Ganz ehrlich, das ist Fiole Raffinessenz. Das ist Bezirzung Minderjähriger. Es ist ja sogar ein rotes Licht hier. Ach du lieber Himmel, ich kann doch nicht alle auf einmal kümmern. Für wen haltet ihr mich denn? Kommt alleine. Kommt schon, wollt ihr mir in mein privates Gemach folgen? Jo, wundervoll. Wallis lässt seine Freude zurück, verspürt dabei eine gewisse Nervosität. Oh Mann, ey. Es ist so offensichtlich. Hier ist ja sogar ein Bett. Hier ist sonst nichts in diesem Raum. Was könnte denn Ulala sonst sein? Jetzt setzt euch einfach hier aufs Bett. Genau so, mein Süßer. Es ist doch in Ordnung, wenn ich das Licht abschalte. Ja. Dann wollen wir mal. Ulala, ulala. Oh Gott. Was? Was macht ihr? Hä? Hey. Oh Gott. Hey, das ist das Kitzel. Nicht übel, oder? Mein Ulala kann sich sehen lassen. Jawohl, Haare, Haare. Mein Süßer, darf ich euch meinen Vater vorstellen? Er ist der größte Ulala-Künstler auf der ganzen Welt. So, das wär's. Lasst euch mal wieder blicken, Jungchen. Oh Gott. Das ist schon ganz witzig, ja. Oh Mann. Ich weiß nicht, was das bringt, aber vielleicht kriegt man dafür ja ein Achievement. Also, wie war's, Waldes? Hey, ihr Tjalm, dann lass uns mal aufbrechen, ja? Kann ich auch Eric mal lassen? Sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Heilkraut. Der ist klüger, der hat keine Kanone, die auf sich gerichtet ist. Willkommen im Rüstungsladen. Silberplatte, Bronzeschild, Federkappe, Turban. Eine strapazierfähige Stoffbahn, die eng um den Kopf gewickelt wird, um diesen Schutz zu gewähren. Häschenohren. Ein Haarband, auf dem lange, labberige Ohren sitzen, deren Anblick den Betrachter unwillkürlich lächeln lässt. Ändert in Kombination mit den Häschenkostümen und Netzstrümpfen das Aussehen. Das ist perfekt für Serena.